So, hier war unsere Höhle, das Mesemonster, das hole ich mir. So, jetzt hoffe ich, dass da nicht noch 20.000 andere Mobs rumstehen. Ja, natürlich Stony Boy auch noch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mind Test S-Wheel. Ja, ich stehe hier halt immer noch hier oben rum und unsere Spitzhacke ist putt und deswegen gehen wir jetzt mal auf den Pussyturm. Gucke mal, was wir da so ausrichten können. Erstmal leer machen, würde ich sagen. So, das Holz bleibt hier, das Holz bleibt auch hier. Das sollte uns eigentlich, ja, sollte reichen. Moment, ich muss mal eben. So, das nervt mich nämlich immer. So, den Kompass lasse ich auch hier. Die Erde lasse ich hier. Ja, ein bisschen was zum Hochbauen halt, aber hallo, was machst du denn hier? So. So. Ach komm. So, das sollte reichen. So, zu futtern haben wir. Steine brauche ich auch nicht wirklich. Ja, ich würde sagen. So, Rüstung ist einigermaßen fit. Die Axt brauche ich eigentlich in der Höhle nicht. Die lassen wir mal weg. Wir nehmen nur die. Das Schwert und die Schaufel mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir da noch mal runter. Und ich habe schon wieder keine Rüstungsanzeige. Das ist so nervig. Hallo, Rüstung bitte. Wenn ich von hier runterspringe, nehme ich dann Schaden. Nein, noch nicht. Und Mann, geh doch mal. Geh doch einfach runter. Nein, man nimmt natürlich keinen Schaden. Ich kann hier mal gegenlaufen. Ah, siehst du, geht doch. Na so. Hätten wir das auch geklärt. So, Schwert in der Hand. Eisen geholt, würde ich sagen. Dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Und ich weiß wieder nicht, wo der Eingang war. Wir werden vorher schon absaufen, fürchte ich. So, jemand zu Hause? Nein. Wir machen hier mal noch eine Fackel hin. Hier, einfach damit es hier heller wird. So, das funktioniert jetzt auch. So, dann ging es. Hier hängt ja schon was. Ach, das ist Zinn. So, hier war unsere Höhle, das Mesemonster, das hole ich mir. So, jetzt hoffe ich, dass da nicht noch 20.000 andere Mobs rumstehen. Ja, natürlich Stony Boy auch noch. Das war jetzt Käse. Mann! Gott sei Dank gehen die relativ schnell kaputt. Ja. So. Wir haben gar keine Spitzhacke, ne? Drei Mesefragmente. Ja, das ist ja jetzt ganz super. Das war ja super Vorbereitung. Ich mache mir doch jetzt kein Holzwerkzeug, bin ich bescheuert? Doch, ich mache es doch.
Weil, was bleibt mir anders übrig, als, ja, so. Ja, da rennt irgendwas rum, ich hör's. Wir werden es gleich erleben, so. So, herkommen. So, Steine abbauen. So was Ätzendes. Naja, super, super gelaufen. So, jetzt machen wir schnell noch eine Steinspitzhacke. Dass wir wenigstens ein bisschen was in der Hand haben. So. Und die kann direkt in eine Tonne. So, das hierher, das hierher, das hierher. So. Bisschen Zinn haben wir. Alles nicht so prickelnd. Aber so, jetzt, wir brauchen das Zeug. Haben wir hier zumindest schon mal einen Steinpick. Nicht ganz so ätzend. Und das Zinn nehme ich immer gerne mit. Wie gesagt, Bronze aus Zinn ist günstiger als Bronze aus Eisen. Und hier Silber. Sehr schön, wenn ich nur wüsste, von wo die hier rumtrappeln, ne? Ich denke mal, das ist da unten. So, gib mir mal die Steine nach oben. So. Ja, und ich mag Höhlen nicht. Und ich hoffe, oh, da rennt da schon. Ach, ein Steiny Boy. Oh, der ist despawned, das ist schön. Aber da hinten ist ein Mesemonster. Da ist es. So, komm her, und ich brauche dringend eine bessere Rüstung. Und es sind zwei. Oh, ich hoffe, die töten mich jetzt hier nicht auf Anhieb. Erstmal weg, erstmal weg, erstmal weg. Uiuiui. Huh. So. Ach, ich muss was essen. Scheiße, auch das noch. So, was sagt die Rüstung? Naja, die ist fast durch. Ich fürchte mal. So einfach wird das nicht mit dem Eisen. Oh, ich sehe gar nichts. Oh. Mama mia, was ist denn los? Wenn sich die Rüstung aufgibt, dann. Wir brauchen bessere Rüstung. Stirb endlich! Stirb, 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 stirb. So, jetzt meine Rüstung hin. Das ist natürlich ganz gut. So. So, aber wir haben das gelumpt. Und was ist hier? Kupfer. Kann ich das abbauen? Ich hoffe. Ist natürlich saublöd jetzt. Ich höre irgendwas rumrennen. Da ist noch Eisen. Eins. Zwei. Da ist noch Zinn. Okay, hier ist noch Kohle. Ich schätze mal, da hinten rein wird es ein bisschen interessanter, aber wir sehen erstmal zu, dass wir hier verschwinden. Und gucken mal, dass wir noch ein bisschen bessere Rüstung kriegen. Ja, da war der Ausgang. Wunderbar. So. Ach, hey, schwere Geburt. Spinnen hier irgendwo im Anmarsch. Sieht nicht so aus. So, ab auf den Pussyturm. Nicht wackeln. So. Gucken, was wir noch haben. Wir haben dreimal Kupfer, zwei Eisen. Hatten wir nicht noch ein drittes Eisen irgendwo rumliegen? Hier ist noch ein Eisen. Dann haben wir genau drei. Das wäre zumindest erstmal eine Spitzhacke.
So. Wir haben Zinn. Wir haben Silber. Das ist gut, da mache ich mir eine Silberschippe. So, mal gut, dass wir die Axt nicht mitgenommen haben, weil teilweise war es dann doch ganz schön knapp. So, wir haben schon wieder 10 Mese. Wenn das so weitergeht. Ja, erstmal rüstungstechnisch wieder ein bisschen aufrüsten, würde ich sagen. Oh, ja, danke, so endlich mal. So, neues Höschen. Dann brauchen wir einen neuen Brustpanzer. So. Wir brauchen neue Schuhe. Ja. Und wir brauchen ein neues Schild. So. Sehr schön. Wunderbar. So, hätten wir das schon mal. Ich wollte das nicht unbedingt in der Höhle machen, weil ihr seht ja selber, die Rüstung taucht leider nicht viel. Und ja, es ist halt so. Immerhin haben wir jetzt wieder Rüstung. Ein bisschen. Hier sind nochmal 4 Zinn. So, dann schmeiß die beiden Eisen da rein. Und mit dem Mese, da machen wir mal. Machen wir nochmal. Halt. So, dann machen wir halt nochmal ein. So. Und dann. So, jetzt haben wir schon 2 Mesekristalle. Das ist natürlich super, ne? Also von daher sind die Biester ja gar nicht so schlecht. So, wir haben 4 mal Zinn, wir haben 8, wir haben genug Zinn. Hallo. So, 5. 3 mal Eisen, wir haben noch ein Bronze. Wir haben auch noch ein Kupfer und wir haben hier nochmal 3 Kupfer. Die schmeißen wir jetzt auch nochmal in den Ofen. Wir kriegen das schon hin. Mal gucken, vielleicht reicht das ja schon für ein paar Schuhe oder sowas. So. Das Zeug, das verwenden wir jetzt mal wie? So war das, ne? Nein, andersrum wohl. Andersrum. So. Und jetzt probiere ich das, ob das mit der Schippe klappt. Ach, man braucht Eisen dafür. Okay, alles klar. Also das Zeug ist nicht ganz billig. Aber wir fangen schon mal an zu sammeln. So, die lass hier. So, da haben wir noch ein bisschen Kohle. Ja, Fackeln haben wir noch 14 Stück, da machen wir auch noch mal ein paar mehr. So, dann gib mal alle herkommen. So. So. Ja, doch, meine Uhr habe ich gestartet. Wunderbar. Ich dachte schon, ich hätte die Uhrzeit vergessen. Ja, wir haben ein bisschen Steine, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Holz. Herkommen. So. So, ein Mesefragment. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, dass ich jetzt hier so einen tollen, teuren Crystal-Ingot gebaut habe. Aber ich denke mal, das passt schon. So, jetzt haben wir 4 Kupfer. Dann bräuchten wir, ja, 2 mal Zinn. Okay. Probieren wir mal. So. So, da haben wir schon wieder 6 Kupfer. 6 mal Bronze. 7 mal Bronze. Oh, wisst ihr, was das heißt? Ich mache mir eine Hose. Ja, ich mache mir eine Hose. So. Die Hose weg. Die Hose anziehen. Ach, das sieht doch viel, viel besser aus. So. Kann ich die verbrennen? Nein.
Ne, es tut sich zumindest nichts. Okay, dann schmeißen wir sie einfach in eine Tonne, würde ich sagen. So, ab Tonne. So, dann haben wir noch mal drei Zinnen, die packen wir wieder zurück. Ja, haben wir es. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder wir bauen hier endlich mal die Hütte fertig, weil wir rennen immer noch ständig auf diese scheiß Pussy-Turm. So, habe ich die Axt wieder eingepackt? Ja, habe ich. Wunderbar. So. So, das bauen wir mal wieder ab. Ich weiß, wir haben eine Steinpick. Wir ändern das. Ich gehe auch gleich noch mal wieder runter. Aber erstmal möchte ich hier doch dann irgendwie mit der Behausung vorwärts kommen. Und ja, vor allem möchte ich hier alles grün haben. Zinn, wunderbar, immer her damit. So, wir haben auch noch Erde auf dem Türmchen, glaube ich. Ja, ich weiß, es ist nervig mit der Stein, aber ich kann es nicht lassen. Es ist so, ich will hier grün haben. Und, so. Dafür müssen wir halt ein bisschen terraformen, auch wenn es langweilig ist. Gib Erde. So. Wir haben 30, 99, 129 Erde, das ist ja schon was. So, und ich müsste hier einmal gegenrennen, damit die Anzeige aktualisiert wird, ne? Ja. So. Ist natürlich immer blöd, weil ich nehm, die Rüstung leidet natürlich auch jedes Mal ein bisschen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. So, den Kies ruppen wir auch noch raus. Ich würde sagen, oh, Kohle. Noch mehr Kohle, wunderbar. Das nehmen wir noch mit raus. So. Dann bauen wir hier noch ein bisschen Kies weg. Machen hier auch noch grün. Hallo Kuh. So, na, das sieht doch schon. Das sieht doch schon nach was aus hier. Habe ich jetzt. Ich bin so blöd, ne? So. So, die Steinspitzhacke ist fast durch. Ich würde sagen, ruhig so bis. Hier, ach, ich habe Eisen gefunden. Wie geil. Schade, leider nicht mehr. Aber immerhin, ein Eisen haben wir schon wieder. Das war so ungefähr bis dahin alles einebnen mit Erde. Das hier lass so sein. Weil weiter als bis hier, ja. Ja, das geht schon. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Und hier könnte es mal langsam. Ach, das ist Kies. Ja, den nehme ich auch noch raus. Dann haben wir wenigstens Kies für Wege. Und die ist fast putt. So. So. So, jetzt sieht es doch schon ganz nett aus hier. Den Sand schaufeln wir noch raus hier.
Das ist eigentlich ganz gut für Glas, weil da unten fülle ich jetzt einfach mit Kobbel auf und oben kommt Erde drauf. Ja, genau so. So, da haben wir schon mal ein bisschen Sand für Glas. So. Ja, da auch noch. Genau. Halt. Oh, Fehler gemacht. Mist. Und auch reingeglitscht. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, gut, wir werden es überleben. So. Ja, sieht doch schon besser aus. So, dann bringen wir den ganzen Blödsinn mal weg, würde ich sagen. Machen am Haus weiter und dann gehen wir weiter auf Eisensuche. Ach, bin ich froh, dass ich eine vernünftige Rüstung habe, halbwegs. Natürlich auch ein bisschen Glück, dass wir so dicht dabei schon Kupfer gefunden haben. So, zwei Zinn, ein Silber. Ich könnte mir eine silberne Schaufel machen. Am liebsten hätte ich ein Silberschwert, aber naja, vielleicht finden wir ja noch eins. So, wir haben genau drei Eisen noch. Ja, ist doch super. Dann machen wir uns doch mal eine Steel Pick. Ja. Warum habe ich keine Stöckchen mehr? Weil es so ist, ne? Okay, wir haben dreimal normales Holz. Das haben wir im Moment keine Verwendung für. So, dann macht er mal Stöckchen von. So. Und dann machen wir noch eine Steel Pick. Ach, wunderbar. So, erstmal wieder Ordnung schaffen. Hallo. Da die Axt, da die Stiel und hier die Schaufel. So hätte ich das gern, genau. So, dann würde ich sagen. Bäume da fällen, macht das Sinn? Ich weiß es nicht, aber ich wollte ja gerne das Laub haben, ne? Ich würde sagen, eins nach dem anderen. So leid es mir tut, wir müssen noch ein bisschen terraformen. Weil, wie gesagt, ich finde es einfach blöd, dass hier alles steinig ist. Ich hätte das gerne ein bisschen hübscher. Und vielleicht haben wir ja Glück, wir finden sogar noch ein bisschen Eisen oder was. Ja, gleich wird's lustig. Ja, ist ja gut. So. Dahin. So. Dann kann ich den nämlich noch rausnehmen. So, es nimmt doch langsam Gestalt an. Es sieht doch schon viel, viel besser aus als vorher. So, da können wir auch noch Erde reinballern. Fertig. Ist zwar jetzt nicht so zwingend notwendig, aber dann haben wir die Küste hier auch schon mal. Frühstück. Ja, ich würde sagen so. Kohle her. Und es wird schon wieder dunkel. Aber wir kriegen es langsam im Griff, ne? Ich würde sagen. Ja, wenn das hier so ein bisschen begrünt ist, alles.
So, ich würde sagen, Nacht überspringen, dass wir hier nicht dunkel rumeiern müssen. Und weiterbauen. Ja, Dankeschön. So, normale Bäume. Ja, gute Frage. Mache ich da auch noch ein bisschen weg? Ein bisschen, ne? Hier können wir noch ein bisschen wegmachen. Dann nehmen wir den auch noch raus. So. Steht hier noch alles Laub? Das ist ja Wahnsinn. Ach da. So, dann musst du auch noch dran glauben. Du auch. So, und hier ist jede Menge Dschungelgras. Da werde ich jetzt mal versuchen, ein paar Baumwollsamen rauszukriegen. Dschungelgras. So. Dann bauen wir schon mal an. Fangen wir schon mal an, Baumwolle anzupflanzen. So, jetzt. Ah, Cotton zieht. Okay, wir haben jetzt immerhin schon zwei. Das auch noch raus. So, hinbauen. Aha. Huch, das ging aber schnell. Doch, wir haben drei Cotton Seeds. So, damit hätten wir jetzt vier. Damit können wir schon mal ein kleines Feld anfangen zu bauen. Oh, Apfel, meiner. Ja, ist ja gut. Ach, da ist noch Holz drin. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ich denke, warum löst sich das hier nicht auf? Aber gut. Ja, so sieht es doch hier schon gar nicht so schlecht aus. Hier packen wir uns noch ein bisschen Erde hin. So. Jetzt könnte man auch noch das hier ein bisschen großzügiger wegmachen. Irgendwo Holz? Nee. Dauert halt ein bisschen. Okay. Ja, wird langsam hübsch. Und ja, ich würde sagen, wir köpfen hier auch noch so ein Orangenbäumchen. Einfach, weil ich plane schon am, wie wir hier Felder anlegen, dass wir mal nachhaltig Futter herkriegen. Und ja, das muss ja auch sein. Gott, die stehen wieder so dicht. Also holzen wir sie alle ab. Dann wissen wir wenigstens, dass das Laub sich auflöst. Ist meiner Dschungelgras weg. Weiße Blümchen, wunderbar. So, hier ist noch ein Orangenbaum. Ich glaube, das reicht erstmal so. Auf jeden Fall sieht es hier schon ein bisschen nicht mehr ganz so wild und dicht bewachsen aus. Gefällt mir ja schon. Und wo es jetzt dann irgendwann mal ganz kahl ist, da wird dann halt wieder aufgeforstet. Das ist jedenfalls so mein Plan. Immer gut. Und ich habe Hunger. So, jetzt haben wir aber mehr als genug gegessen. So.
So, das Problem dabei ist, oh, ich bin schon drüber. Was ist denn jetzt hier los? Oh ja, ich bin schon drüber. Naja, also noch nicht, ja, wir haben 30 Minuten gleich voll. Leider habe ich dann wieder nichts anderes gemacht, als hier Terraforming und Holz wegkloppen. Aber wie gesagt, muss ja sein, wir wollen es ja hier auch hübsch haben. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt, ja doch, wir beenden, würde ich sagen, damit ihr nicht vor langer Weile mehr wegpennt. Ja, eine kleine Höhlentour haben wir ja gemacht. Von daher würde ich sagen, das geht doch schon. So, ich habe 36 Erde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss sowieso gleich zum Frühstück erscheinen. Wir machen hier die kleine Ecke hier noch ein bisschen hübsch. Eisen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge können wir dann ein kleines bisschen längere Höhlentour mal unternehmen. Weil jetzt haben wir ja schon halbwegs brauchbare Rüstung. So, wir haben 39 Bäume. Und das Haus wird auch noch bald. Könnte ich jetzt noch schnell. Ja, wir überziehen mal wieder. Das mache ich aber trotzdem noch schnell. So, einfach damit wir hier mal langsam einziehen können. Dass wir nicht immer auf den Blöd. Mann. Nicht so. Gib erstmal Holz. So. So, herkommen. So. Jetzt haben wir schon, zumindest schon mal eine Tür. Das ist ja schon was. Gibt die Stöckchen her. So. Ich glaube, ich muss von außen setzen, ne? Ja. So, wir haben eine Tür. Jetzt haue ich hier noch schnell Fenster irgendwo rein. Würde sagen, hier so. Dann müssen wir auch noch eine Reihe höher gehen. Und hier sowas. So, jetzt baue ich oben die Reihe noch fertig. Wo ist Erde? Brauche ein bisschen Bauerde. Und dann haben wir schon ein Dach über dem Kopf. Dann können wir in der nächsten Folge auch den Pussy-Turm mal abreißen. So, 12 mal Holz. Kein Birkenholz mehr, doch. Ach, schöner schicker Pilz, den pflanzen wir gleich auch noch irgendwo hin. Und mein Inventar ist schon wieder fast voll. So. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Es wird doch langsam was. Und wie gesagt, das bleibt natürlich nicht so das Elend. Das ist jetzt hier erstmal nur unsere Notunterkunft, würde ich sagen. Wenn wir dann hier Glas drin haben, dass hier keiner durchhüpft. Aber es reicht hier, um ein Bett hinzustellen, die Kisten hinzustellen und so weiter und so fort. Dann können wir nämlich den Pussy-Turm verschwinden lassen und dann können wir mal die Gegend erkunden. Wir haben ja auch einen Kompass. Also es wird schon noch. Das mit dem Terraforming, ja, tut mir leid, wenn das ein bisschen langweilig sein sollte. Aber wir werden nicht drum herum kommen. Was soll ich machen? So, also dann macht's gut. Bis nächste Woche und ja, macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Mal gucken. Ich will hier unbedingt noch einen so einen Baum umlegen, damit ich an das Laub rankomme. Aber wie gesagt, alles eins nach dem anderen. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir hier die Erde hübsch kriegen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.